schläft der kleine Hort. Plötzlich wird der Himmel klar und im hellen Scheine dort singt die große Engelschar. Unserm Gott sei Lob und Ehre, seinen Sohn hat er gesandt, dass sein Friede ewig wäre in den Herzen und im Land. Unserm Gott sei Lob und Ehre, seinen Sohn hat er gesandt, dass sein Friede ewig wäre in dem Herzen und im Land. Werde wach, o Bethlehem, wachet auf, ihr Sünder all. Euch geboren ist der Herr, Gottes Sohn in einem Stall. Werde wach, du arge Welt, du verschläfst die Rettung hier. Christus hat sich eingestellt, heute kommt dein Gott zu dir. Unserm Gott sei Lob und Ehre, seinen Sohn hat er gesandt, dass sein Friede ewig wäre in den Herzen und im Land. Unserm Gott sei Lob und Ehre, seinen Sohn hat er gesandt, dass sein Friede ewig wäre in den Herzen und im Land. Nur die Hirten blieben wach auf dem Feld in jener Nacht, und der Himmelsbote sprach: Gott hat euch das Heil gebracht. Jubelt laut, ihr Hirten all, alle Schäflein, die verirrt und verloren allzumal, sucht der große gute Hirt. Unserm Gott sei Lob und Ehre, seinen Sohn hat er gesandt, dass sein Friede ewig wäre in den Herzen und im Land. Unserm Gott sei Lob und Ehre, seinen Sohn hat er gesandt, dass sein Friede ewig wäre in den Herzen und im Land. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, lieber teurer Gast, wir freuen uns, dass wir zusammen heute diesen Gottesdienst feiern dürfen. Freue dich, Welt, der Christus ist da, der Chor gesungen. Welche Freude haben wir im Herzen? Ich möchte allen heute eine frohe Weihnachten wünschen, diesen Tag besonders. Und lasst euch durchs Herz gehen, das Wort, was heute ihr hören werdet. Was ist Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten? Oder was ist der Sinn der Weihnachten? Wie feiern wir Weihnachten? Haben wir schon Gedanken gemacht darüber? Ist das das ganze Essen, das Vorbereitung dieses Tages oder dieses Festes?
Oder ist das vielleicht die Geschenke, die wir zubereiten? Sind es die Hirten auf dem Felde? Man fragt sich, ist das die Krippe oder der Stall, wo das Kind geboren ist? Sind das die Weisen, die zu ihm gekommen und die Geschenke gegeben haben? Was ist der Sinn der Weihnachten? Als ich mich bereitet habe zu dieser Predigt und dachte ich, was wirklich Weihnachten bedeutet auch für uns Gläubige oder überhaupt für den Menschen. Der Chor gesungen hat, freut euch, denn Christus ist geboren. Oder freuen uns, oder Weihnachten bedeutet das Kind, was im Stalle geboren ist, in der Krippe. Das hat eine große Bedeutung. Und eine größere Bedeutung oder das größte Bedeutung, dass Gott seinen liebsten Sohn geschenkt hat auf diese Erde für uns Menschen. Warum hat er das getan? Warum musste Gott dieses Geschenk uns geben als Menschen? Weil wir Menschen von Anfang an, als Gott Menschen geschaffen hatte, in Sünden gefallen ist. Und gleich am Anfang hat Gott den Menschen gesagt oder eine Verheißung gegeben, dass er es tun wird, dass er einen Sohn schenken wird. Und vor dem, als das Kind geboren wurde, wissen wir, wie es finster war in dieser Welt. Kein Prophet, kein Reden Gottes gehört. Und auf einmal kommt das Licht auf. Und ich möchte lesen aus Lukas, Evangelium, 2. Kapitel. Ich möchte durch uns diese Gedanken lesen oder diese Verse, was uns niedergeschrieben sind, wie der Heiland geboren ist und was geschehen wurde. Wir lesen aus 2. Kapitel, Lukas, Evangelium, von 7. Vers. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei der Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klare des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Soweit das Wort Gottes. Auf einmal ist das Licht aufgegangen in dieser Welt. Weihnachten ist ein Fest der Liebe und ein Fest der Freude. Warum der Liebe? Weil Gott sein Volk wieder heimsuchen wollte. Er hat gesehen, wie das Volk im Finsternis lebt. Wenn wir lesen, besonders die Propheten, wie uns die Propheten berichten, dass die Menschen in Dunkelheit lebten, keine Hoffnung haben. Die lebten in Angst, denn sie hörten die Stimme nicht mehr. 400 Jahre keine Reden Gottes, kein Prophet mehr in Israel. Und die lebten in Angst, in der Furcht, haben keinen Trost. Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit, Freudlosigkeit, Sinnlosigkeit. Das war der Zustand der Menschen damals in der Zeit, als sie lebten. Verzweiflungsvoll. Wenn wir im Richter lesen, als die Volk Israel kein König hatte, dann lebte, so geschrieben, zu der Zeit war kein König in Israel, ein jeglicher tat, was ihn recht deuchte. So lebten die Menschen damals in der Zeit. Keine Hoffnung. Einfach der Sünde verfallen.
Apostel Paulus, er tut es genauso beschreiben, auch in Römerbrief lesen wir, ins dritte Kapitel sagt er solche Worte. Wie denn geschrieben steht, da ist nicht der gerecht, sei auch nicht einer. Da ist nicht der verständig sei, da ist nicht der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlung ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Ottengriff ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist eitel Schaden und Herzeleid. Und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Es ist kein Furcht Gottes vor ihnen. Augen. So beschreibt Apostel Paulus den Zustand des Volkes damals, die keine Hoffnung haben, die in Sünden leben. Und er sagte, auch keiner wurde gerecht. Und da sagt noch Jesaja solche, und die da saßen am Ort der Schatten des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen. Die da saßen am Ort der Schatten des Todes, und denen wurde das Licht aufgetan. Gott sah die Traurigkeit dieses Menschen, den Zustand dieses Menschen. Und er, wie wir lesen, in Jesaja gehört haben, dass das Licht dem Menschen aufgegangen ist. Ob zwar Jesaja vor 600 Jahren lebte, noch vor dem, als die Propheten, als sie kein Reden Gottes war, er wusste Jesaja, Gott hat ihm offenbart, dass es ein Licht aufgehen wird. Und nicht nur für das Israel, sondern auch für die Heiden, für uns Menschen. Und das ist die große Liebe Gottes an uns. Wenn wir lesen in Johannes Evangelium, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die in ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in der Welt, dass die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn hingab auf diese Erde. Welch eine große Liebe Gottes ist doch zu uns Menschen, die wir in Verlorenheit, in Verzweiflung lebten, hat Gott uns dieses Geschenk gegeben aus Liebe zu uns. Und einem alten Mann, der 90 Jahre alt geworden ist, wurde gefragt, liebst du Jesus? Er mit freundlichem Gesicht, mit Lächeln, ja, ich liebe ihn sehr. Aber ich habe noch Besseres, ich habe noch Größeres was. Der Freund, der ihn angesprochen hatte, sagte, was kann noch Besseres sein, wenn du den Jesus liebst? Er sagt, ich weiß, dass er liebt mich. Der Mann, der mit 90 Jahren, der wusste, was die Liebe Gottes bedeutet, haben wir es erfahren? Ich möchte uns diese Frage stellen. Kennen wir die Liebe Gottes an uns? Wissen wir, dass Gott uns liebt? Ja, er liebt uns. Egal in welchen Sünden du lebst, was du tust in deinem Leben, er liebt dich und er will dich dieses Geschenk heute geben, denn Jesus Christus. Liebst du ihn oder liebst du ihn nicht, für ihn ist es egal. Aber wir wissen und glauben, dass Gott uns liebt. Und in seiner Liebe hat er uns dieses große Geschenk gegeben, seinen lieben Sohn. Wir können es nicht begreifen in unserem menschlichen Verstand. Aber wenn wir gedenken so an Abraham, als Gott ihn prüfte, sein Glauben, dass er sagte, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, gehe hin und opfere ihn. Wir können uns vorstellen, wie Abraham gegangen ist, diese 3 Tage, was alles in seinem Sinn abgespielt wurde, in seinem Gedanken.
Er dachte vielleicht, jetzt wird Gott was sagen. Oder morgen sagt er vielleicht noch jetzt. Und er stieg schon auf den Berge und immer Gott ist noch immer still. Er hatte alles vorbereitet für das Opfer des Kindes und Gott ist immer noch still. Und als er das Kind zu Opfer hinbrachte wollte, als er das Messer nahm, da redete Gott. Tue das nicht. Ich weiß, dass du mich liebst, dass du mich treu bist. Genauso in diesem Zustand dieser Welt, wie der Mensch aussah, in seiner Blindheit, in seiner Trostlosigkeit, in seiner Hoffnungslosigkeit. Und dann redet Gott und er sagt, hier habt ihr das Licht. Hier ist mein einziger Sohn, den ich lieb habe. Und ich opfere ihn für euch, dass ihr das ewige Leben habt mit mir. Das ist die Liebe Gottes zu uns. Und wir haben gelesen, als die Engel gesungen haben, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Was für eine Freude ist das? Die Freude in dem, dass Jesus in mein Herz hineingekommen ist. Das Freude, dass ich an den Sohn Gottes glauben darf, dass ich ihn aufgenommen habe. Und ein Kind Gottes, ein gläubiger Kind Gottes, der darf sich freuen und er wird sich freuen. Egal in welchem Zustand er sich befinden wird. Wenn er auch im Krankenbett liegt, er wird sich freuen, dass Gott ihm diese Hoffnung gegeben hat, dass er das Kind Gottes ist und dass Gott für ihn die Ewigkeit bereitet hat. Und wenn Gott uns liebt, dann liebt er uns. Und es können Tage sein, wo wir auch kein Licht mehr sehen vielleicht. Schwierige Tage. Vielleicht werden wir an Armut leben. Aber doch, wenn wir Jesus haben, dann haben wir doch die Freude. Das ist der Sinn der Weihnachten, der Sinn der Freude, dass wir unseren Retter haben, den Gott uns geschenkt hat für uns, dass wir das ewige Leben haben. Und lese ich noch den 14. Vers, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und Gott wusste, dass er, wenn er dieses Geschenk geben wird, dann wird ihm die Ehre gegeben werden. Und er sagte, hier wird die himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und diese Frieden, wenn wir annehmen, Jesus sagt, ich bin der Friedefürst. Und wenn wir diesen Frieden haben, dann haben wir Frieden in unseren Herzen. Und den Menschen ein Wohlgefallen. Gott hat zu den Menschen ein Wohlgefallen. Deswegen hat er ihm dieses Geschenk gegeben. Er hat ihm diese Rettung gegeben, dass wir durch den Jesus Christus können hineinsehen oder können hineingehen in der Allerheiligste, da wo der Gott ist, können wir ihn anbeten. Gott sei Ehre dafür. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ich möchte, dass heute diese Weihnachten besonders für dich wichtig sein soll, dass er der Gott der Liebe ist und der Gott des Friedens ist. Und du, wenn du noch diesen Frieden nicht hast, wenn du die Liebe Gottes noch nie erfahren hast, du kannst es heute erfahren. Du kannst den Herr Jesus Christus, der auf diese Erde als Kind kam, ins Herz hineinnehmen und er wird dir diese Freude geben. Und du wirst das spüren, die Liebe Gottes in dir. Und er wird dir die himmlische Heimat bereitet, wo wir einsmal alle hineingehen werden. Wir wollen den Herrn dankbar sein in dieser Stunde. Wir wollen ihm die Ehre bringen. Wir wollen ihm danken in dem, dass er dieses Geschenk uns gegeben hat. Und dass wir verstehen, was der Sinn der Weihnachten ist. Das ist die Liebe Gottes zu uns und die Freude, die der uns geschenkt hat in unserem Leben. Amen. Wir erheben uns, Olvan, auch für dieses Danken.